Jodale, und da sind wir wieder zurück zu Night of the Dead. Ich hatte ja beim letzten Mal, wo wir die Fabrik gelootet haben, also bei mir ist es gerade erst tatsächlich ein paar Minuten her, aber ja, man kennt's, ich weiß halt eben nie, wann ich dann wieder dazu komme, das hier weiterzumachen. Wir begeben uns hier weiter der Storyline nach und spät in der Nacht stattfindet. Warum würden Sie denn Handeln in der Dunkelheit der Mine durchführen? Das ist eine sehr gute Frage. Oh, dem gehen wir auf jeden Fall mal auf den Grund. Und dann haben wir ja. Also Kleinigkeiten kann ich dann immer wieder mal zwischendrin machen, nur ich vergesse das immer. Ich wollte sie auch eigentlich außer Acht lassen, nur kann ich das leider nicht, weil ich muss ja irgendwie vorankommen, dass ich auch den verdammten Panzerwagen bauen kann. Oh Gott. Und ich habe irgendwie die Befürchtung, ich kann damit auch erst weitermachen, wenn ich mit den Dingern hier genug gefahren bin. Also jetzt nehmen wir auf jeden Fall erstmal das Cruiser, das ist klar, weil es ja ein Stückchen ist. Das hier werde ich dann für die Umgebung hier nutzen, das kleinere. Ja, das haben wir schon gemacht. Oh, unter mir ist gerade der Respawn passiert. Oh, nein! Cool, jetzt hast du mich rausgebracht, du Penner. Ja, wieder zusammenbaut, Tier 5 Ausrüstung. Je höher die Produktivität, ja, I know. Goldbarren herstellen kann ich auch erst, wenn ich verdammt nochmal hier Gold habe. Das ist erst im Schneegebiet so. Das kann ich mal zwischendurch machen. Hier. Die Leistung der Ausrüstung wird durch seine Tier beeinflusst. Lassen Sie uns eine Schmiede in der Mine finden. Wir können ja mal spaßenshalber. Das hier nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit, weil das kann ich auch noch anlegen. Das ist eine Lederrüstung. Ich brauche eigentlich noch eine Knochenrüstung. Ich habe irgendwo auch noch eine Challenge, dass ich die Knochenrüstung anlegen muss. Egal. Wir nehmen das da auf jeden Fall mal mit. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, nichts, was von Belang wäre, ne? Ja, komm, egal. Nicht, dass wieder ein Desaster passiert, ne? So. Wir müssen. Dahin. Auf los geht's los. Und wir haben schon 16 Uhr in Game, aber das sollte noch easy zu schaffen sein. Ich will dann auch noch ein bisschen in der Mine ein bisschen Aluminium und Eisenerz mitgehen lassen, wenn man schon mal da ist. Ja. Dann sehen wir uns gleich an der Mine wieder. Boop, so, hello friends. There's a strong scent of toxic gas around this mine. They've clearly chosen a place where people can't easily access. Lieutenant Colonel Victor and the mysterious buyer must have traded the mutant substance here. However, due to the toxic gas, the mine's interior is treacherous. Ensure you wear a gas mask before entering. Das war's? Jo, alles klar. Gut, dann rüsten. Nee, wir rüsten uns erstmal nicht aus. Wir gehen erstmal normal rein. Gucken erstmal. Zum einen wegen der Schmiede. Und zum einen wegen irgendwas, was hier wohl rumliegt, was wir nehmen müssen. Wie das hier zum Beispiel. Das sieht komisch aus. Ah! While this isn't the mutant substance storage box we're seeking,
a bag used in the trade remains. This business card indicates the buyer's information. Name's Francis, and it seems he resides in rooms 111 at the Paradise Motel. We can't waste any more time. Let's head straight to Paradise Motel. Rooms 111. Alles klar. Dann machen wir jetzt erstmal hier. Hier hinten ist nichts mehr. Wo ist denn die verdammte Schmiede? Ich habe die schon gesehen. Da war ich nämlich ganz verwundert, was das auf einmal ist. Die ist recht tief. Der Zombie-Respawn ist ja noch nicht mal durch. Finde ich geil. Kann man einfach durchrennen. Und auf dem Rückweg schnappe ich mir das ganze Aluminium. Hihi. Oh. Ah, hallo. Hey, Buddy. Hallo. It's Jamal Price here. Aluminum ingots are essential items for temporary equipment. You can effortlessly mine those ores from the aluminum mine. Time will fly as you mine hard. Once you've mined enough aluminum ore, go to the crafting station and convert them into aluminum ingots. Das habe ich schon gemacht. Was willst du von mir? You need a lot of aluminum ingots to temper the equipment, so it's best to prepare them in abundance. Hm. Don't forget, I'm rooting for your success. Oh, das ist aber nett. Sonst wäre ich ja gar nicht so weit gekommen. Achso, ich sollte einfach nur hier hingehen. Schade. Na gut. Gut. Dann fange ich jetzt an, hier abzubauen. Und dann gucken wir mal, was im Hotel so abgeht. So, Dalem. Mina ist ausgeräumt. Jetzt müssen wir noch mal schauen. Das Paradise Hotel. Das ist bei der... Oh, leck mich doch, ey. Ich habe heute einen Hirn... Naja, nicht nur heute. 45, 67... 34. Warte, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt hier in dem Gebiet ist. Also hier in der Stadt. Kann eigentlich nur noch... Das kann jetzt nur noch hier sein. Ja, das ist hier in der Stadt. Ja gut, okay, dann brauche ich die Karte ja gar nicht. Motels sind in der Regel sehr gut erkennbar, weil sie riesengroße Motelschilder haben. Und das Paradise Hotel, das kenne ich. Ich war mir jetzt nur nicht mehr sicher, ob das ein normales, ob das jetzt hier in dem Ort war oder in dem vorigen. Das schon gesehen. Das ist an irgendeiner Kreuzung. Lass mich jetzt mal kurz in Ruhe, Leute. Ich muss hier was suchen. Ups, Auto. Da hinten ist die Bank. Da.
habe jetzt nur leider nicht mehr genug Platz im Inventar. Zimmer 211. Wir machen erstmal die hier weg, bevor die mir auf den Sack gehen. Das ist aber ein großes Motel. Verdammt, das muss ich mal bei Gelegenheit auch nochmal vornehmen. Warum ist das jetzt so? Achso. Wo sieht man dann die Zimmer noch? Stopp, das hat man, glaube ich, hier gesehen. Treppe hoch und dann die zweite Tür. Katakombenzugangskarte, oh no. Oh! The card key found in the carrier suggests we can locate Francis. Hopefully, this serves as our final clue. We should follow the light to the church. Are you prepared? Nein. Ich glaube nämlich, das ist der nächste Boss. Ist es das verdammte Kloster? Ja, das ist das Kloster! Ich dachte, das wäre ein Kloster. Ist das eine Kirche? Okay. Never mind. Oh, scheiße. Ja gut, das machen wir jetzt aber tatsächlich nicht mehr. Ups. Ups, weil uns jetzt die Horde gleich noch im Nacken. Geringfügig. Deswegen fahre ich jetzt erstmal heim. Wir können aber mal unterwegs schon mal gucken. Ich meine, gibt es eigentlich nichts zu gucken, aber egal. Da ist er doch. Ja, wenn man querfeld einfährt. Ich kann mich noch dran erinnern. Als das am erste. Was ist das erste? Also wo dann die Map-Erweiterung war. Und da hatten wir nämlich die Horde ausgestellt, weil wir uns einfach mal umschauen wollten. Und damals war dann auch Don mit dabei. Und da haben wir hier das Ding entdeckt. Und während ich dann schon wieder draußen unterwegs war. Oh! Hey, du kleine Scheißvieh! Ich hab schon gehört, was die gequatscht hat. Ah! Hab ich mutiert, das kann dir lang gefallen. Und du jagst ein kleines, armes Kaninchen? Komm mal her, du. Ich glaube, Bärenfell müsste schon im Inventar haben. Dann dürfte das decken. Ja, der Rest interessiert mich nicht. Das kann auch meinetwegen liegen bleiben. Bewegung in die Katakomben. Ja, nee, das machen wir jetzt nicht. Ja, guck hier. Guck's dir an. Schmeiße mal hier ein bisschen was raus. Ich will gucken, was das Kanickel da hat fallen lassen. Ach komm, das können wir jetzt auch mal wegmachen hier. Eigentlich will ich ja überhaupt nichts wegschmeißen. Ach komm hier. Forschungsmaterial kriegen wir noch mehr als genug. Hi.
kommt ihr denn her? Noch ein Kaninchenfuß. Und das macht auch nichts. Okay, alles klar. Gut. Dann würde ich tatsächlich sagen, rüsten wir uns dann mal beim nächsten Mal nach der Horde und gucken uns hier die Kirche ein bisschen an. Und ich glaube, hier erwartet uns der nächste Boss. Autsch.